Mein Name ist Gerd Müller. Ich leite bei der Fiducia GRD den Bereich Architektur und Innovation. Und wir sind heute hier auf der COM 2019 auf dem Stand Perspektiven. Und ich zeige Ihnen jetzt mal ein paar neue Ideen, ein paar Innovationen, die wir hier auf der Messe haben. Wir sind hier am Stand EasyPay und die Idee hier ist ganz einfach. Es geht nämlich darum, mit einer kontaktlosen Girokarte überall bezahlen zu können unter Zuhilfenahme eines handelsüblichen Android-Handys. Das Szenario hier ist, wir sind bei der Eisdiele, ich habe eine Kugel Eis gekauft. Der Eiskäufer verfügt über diese App. Er tippt 1,20 ein, drückt auf Senden, legt es entsprechend auf die Karte und damit ist die Eiskugel bezahlt, ohne dass Bargeld benötigt wurde. Anschließend kann der Händler seine Umsätze am Tagesende an die Bank übertragen und so sein Bargeldmanagement reduzieren und der Käufer kann einfach schnell und unbürokratisch ohne Bargeld bezahlen, überall ohne POS-Terminals. Wir sind hier bei Q, unserer neuen Banking-App-Studie mit revolutionärer Bedienerführung. Hier geht es darum, dass man mit seinem Konto sprechen kann und lächelt. Also der Spaß und die Einfachheit von Bedienung steht hier im Vordergrund. Ich zeige Ihnen mal, wie das funktioniert. Zeige mir meine Umsätze. Dies sind deine Umsätze seit Februar. Und hier ist eben das Interessante daran, dass hier sehr nutzerzentrisch gedacht wurde. Die Umsätze werden eben nicht vorgelesen, sondern in einer Liste übersichtlich dargestellt. Ein weiteres Szenario, was uns Benutzer häufig spiegeln, dass man bestimmte Umsätze sucht. Und auch hier bietet Q eine sehr elegante, natürlichsprachige Möglichkeit. Zeige mir meine Umsätze zu Amazon. Hier sind deine Umsätze zu Amazon seit Februar. Man hat hier unten jetzt sogenannte Quick Responses, weil das System vermutet, dass man vielleicht eine Erinnerung haben möchte, wenn ein Umsatz von Amazon eingeht oder dass man Geld dorthin überweisen möchte. Dann kann man hier einfach drauf drücken. Und das System fragt einen dann noch, bei welchem Betrag man informiert werden möchte. Man kann dann sagen, alle Beträge, bestimmte Beträge oder einen individuellen Betrag. Ich mache mir alle Beträge. Und er merkt jetzt, dass bereits eine Erinnerung vorhanden ist. Also es denkt auch mit und gibt einem entsprechende Bedienerhinweise. Wir sind hier nun am Stand Banking Box 5.0. Hier hat ein internationales Studententeam, das wir immer einige Monate bei uns im Haus aufnehmen, an verschiedenen kreativen Ideen gearbeitet. Eine davon möchte ich Ihnen nun zeigen, und zwar die Möglichkeit, Interaktion zwischen einer App und Internet of Things, einem hier symbolisierten Automaten, wo ich jetzt verschiedene Süßigkeiten online kaufen kann. Ich wähle mir unten ein entsprechendes Lolli aus, nehmen wir mal den für 1,50 Euro. Dann kommt hier entsprechend der Hinweis, ich kann hier bezahlen. Ich mache mal die einfache Variante. Ich bezahle der 1,50 Euro und das System sagt mir nun, ich soll einen Barcode scannen, der hier entsprechend am Automaten angebracht ist. Und die Tür öffnet sich und ich kann nun den Lolli herausholen. Kann man sich natürlich mit Bier, mit Zigaretten, mit härteren Getränken vorstellen, wo man solche Themen wie Altersfreigabe mit einbauen kann oder Uhrzeiten, zu denen man Alkohol bekommt oder auch nicht bekommt. Einfach Interaktion, Location-Based Service, Internet of Things, Kommunikation mit Geräten und viele andere bunte Ideen, die dieses fantastische Team in den letzten Monaten gemeinsam mit uns entwickelt hat.